Hallo und herzlich willkommen zurück beim Reden ist Gold Podcast mit mir, Nora Wunderwald. Heute habe ich nochmal Kara Carter zu Gast. Dieses Mal sprechen wir über Schwangersein und Schwangerschaftsabbrüche, was beides für uns und andere bedeutet und was auf diesem Gebiet noch alles aufgeholt werden muss. In Klammern einiges. Den Podcast gibt es wie immer auf Spotify, Apple Podcasts und YouTube, wo auch unser Skype-Videogespräch zu sehen ist. Sucht euch die Plattform aus, die für euch am bequemsten ist und los geht's. Kara, schön, dass du nochmal mit mir zusammengekommen bist, weiterhin über ein, heikles Thema, es müsste eigentlich ein Thema sein, was in der Mitte der Gesellschaft angekommen ist, aber irgendwie ist es noch ein bisschen ein Tabuthema und heute wollen wir dazu beitragen, dass auch das irgendwie auf der Welt verschwindet. Erstmal soll es aber unseren Podcast gehen, der vor 2 Wochen rausgekommen ist, wo es um Sexualität, Pornos und so weiter ging. Der wurde ja von YouTube gelöscht, hast du sicherlich gesehen. Ja. Und das ist ein bisschen schade. YouTube hat mich sozusagen verwarnt, weil der Titel erstens Wörter wie Sexualität und Porno beinhaltet hat, aber auch diese Wörter oder dieser Titel sozusagen auf etwas abgezielt hat, was im Video selbst nicht gezeigt wurde. Beim Video selbst war ja nur ein Gespräch über diese Sachen sozusagen. Und ich weiß nicht, ich würde mir wünschen, dass YouTube das irgendwie ein bisschen anders macht. Ich glaube, wir als Zuschauer und Nutzer sind da die, die irgendwie am Hebel sitzen und sich wahrscheinlich beschweren müssten. Ja, ja, ich denke auch, also irgendwie ist das ja auch, weil, das habe ich ja gerade auch schon gesagt, wenn man die, also es gibt auf YouTube grundsätzlich ganz viele Videos, wo irgendwie schon auch pornografische Inhalte drin sind, wo auch Pornografie im Titel steht. Also wahrscheinlich war das irgendwie wirklich, ja, wurde als irreführend irgendwie abgestempelt, was natürlich total ärgerlich ist, weil wir reden ja irgendwie genau darüber und es ließ sich ja dann auch nicht unter einem anderen Titel wieder hochladen. Also irgendwie einfach echt ein bisschen schade und deswegen wollten wir das jetzt einfach nochmal ansprechen und darauf aufmerksam machen, dass es da einem irgendwie ein bisschen schwer gemacht wird an einer Stelle, wo es vielleicht nicht sein müsste, weil es ja eigentlich so ein wichtiges Thema ist. Ich staune auch gerade bei YouTube, weil es eigentlich eine relativ fortschrittliche Plattform ist, dachte ich immer, aber auch selbst Videos zum Thema Trauer oder so werden ja erstmal gekennzeichnet. Da kriegst du jetzt nicht gleich eine Verwarnung, aber du kriegst auf jeden Fall erstmal kein Geld. Aber falls ihr eben aufgrund dieses YouTube-Lags, sag ich mal, diesen Podcast nicht hören konntet auf YouTube, ihn gibt es auf jeden Fall auch noch auf Apple und Spotify. Hört da einfach rein. Der ist richtig gut geworden. Und leider, weil das Video auch gelöscht wurde, sind auch alle Kommentare verschwunden. Es waren ein paar richtig gute Kommentare darunter. Zum Beispiel, also auch welche, die uns nochmal zum Denken gegeben haben. Zum Beispiel hat eine liebe Person geschrieben, dass relativ viel über die negativen Seiten von Sex geredet haben. Das auch wichtig ist zu beleuchten wahrscheinlich, aber für sie als jemand, der noch keinen Sex hatte, das ein bisschen irgendwie Angst macht. Und vielleicht können du und ich, Kara, jetzt mal über die positiven Seiten vom Sex reden oder wie positiver Sex, was schön am Sex ist und wie es aussehen könnte. Ja, also ich glaube, erstmal ist da irgendwie noch ganz wichtig zu sagen, ich glaube, wir haben das so stark in den Fokus gerückt, beim letzten Mal auch dieses Thema Einvernehmlichkeit, weil uns halt, glaube ich, beiden so wichtig ist, dass irgendwie zum einen jeder so einen ganz persönlichen eigenen Begriff von Sex und von Erotik entwickelt und dass man halt vor allem einen mit Einvernehmlichkeit und mit Verantwortungsbewusstsein entwickelt. Und dann, wenn man das irgendwie so in seinem Verständnis von Sex integriert hat, ist es eigentlich nicht wirklich schwer, dass Sex toll ist. Also das ist nur ganz wichtig, glaube ich, vorweg. Und wir haben das nur einfach so zum Thema gemacht, weil wir das beide so sehen, dass gesellschaftlich eben genau das irgendwie nicht so mit Sex assoziiert wird. Und ich glaube, Sex kann auf total vielen verschiedenen Ebenen irgendwie super schön sein. Also es stellt natürlich einfach irgendwie total Nähe und Intimität her. Und ich finde, dass es da so, also ich finde auch, dass Sex, auch wenn man natürlich so bestimmte
Neigungen und Bedürfnisse hat, die man vielleicht so für sich selbst rausgefunden hat, ist trotzdem irgendwie ja Sexualität und Intimität mit jedem neuen Partner oder jeder neuen Partnerin irgendwie völlig anders und so ein völlig eigener Prozess. Und ich finde, das ist irgendwie auch so, das ist einfach ein richtig schönes partnerschaftliches Thema auch, also sich so da gemeinsam für sich zusammen auch eine Sexualität zu entwickeln. Ja, ich weiß nicht, was hast du für positive, schöne Assoziationen mit Sex? Ja, also erstmal, wir zwei sind natürlich jetzt nur zwei Individuen, die von unseren Erlebnissen erzählen können. Und bei mir persönlich sind wirklich, wirklich richtig positive Erfahrungen mit Sex relativ rar gesät, muss ich ganz ehrlich gesagt sagen. Auch wenn ich das schon sozusagen jahrelang betreibe, aber ich selber bin da noch die ganze Zeit in der Fortentwicklung, muss das auch erst noch lernen, wirklich einzufordern, was ich will und was ich nicht will. Aber zwischendrin hatte ich auch so viele schöne Erfahrungen und wurde immer wieder überrascht, auch vor allem immer, wenn ich aus negativen Erfahrungen oder mich von negativen Menschen, sag ich jetzt mal, getrennt habe und dann gemerkt habe, oh, der macht das ganz anders, der macht das viel einfühlsamer. Zum Beispiel mich zu fragen, ist es denn okay für dich, darf ich das und so weiter und so fort, einfach immer sich zurückzuversichern, das habe ich jetzt oft erlebt und als schöne, schöne Geste und Gabe wahrgenommen und irgendwie jetzt auch empfinde ich das irgendwie als normal, also mir wird es komisch vorkommen, wenn es nicht mehr so ist wahrscheinlich, genau, und einfach die Gefühle, also das macht einfach, also ich glaube, es gibt nichts, was mehr Spaß macht und mehr gute körperliche Gefühle oder was auch besser ist für das Mentale und was jetzt nicht direkt Sex ist, aber irgendwie was für mich zum Sex dazugehört, ist so Masturbation. Und das hat mir auch so viele Welten eröffnet. Und manchmal weine ich währenddessen, weil mir das so gefällt. Und Masturbation und Sex, das muss gar nicht getrennt sein. Das kann ja auch währenddessen nebenbei verlaufen. Also irgendwie so deinen eigenen Weg zu gehen, das ist für mich sehr schön, das zu merken, dass das geht. Ja, oh ja, das hast du voll schön ausgedrückt, finde ich. Und mir fällt es richtig schwer, irgendwie zu sagen, was an Sex toll ist, aber nicht, weil es nicht toll sein kann oder weil ich keine tollen Erfahrungen hatte, sondern weil einfach, also ich komme da so an die Grenzen von meiner Sprache irgendwie. Aber ja, also auf jeden Fall kann Sex einfach super, super viel Spaß machen. Und ich habe gerade ja so sehr irgendwie, so sehr auf partnerschaftliche Kontexte bin ich irgendwie gleich abgehoben. Also natürlich, ich glaube, Sex macht einfach am meisten Spaß und ist am schönsten, wenn man da einfach, wenn man da einfach wirklich total, total frei drin ist. Deswegen, ich wollte das jetzt auch nicht so klingen lassen, als wenn das nur was für feste, monogame Beziehungen oder so wäre. Sex ist immer dann angebracht, wenn ihr ihn haben wollt und die andere betreffenden Personen auch. Ja. Und wenn du auf deinen Körper gut Acht gibst, gut hörst, dann ist das wirklich auch so das wunderschönste körperliche Ereignis, was du irgendwie haben kannst, sage ich mal. Ja. Aber es kann sich eben auch sehr schnell ins Gegenteil wenden. Und dass es das nicht tut, das ist so, das muss man versuchen. Das ist die richtige Balance zu finden. Ja. Gut. Wir können ja mal eine ganze Folge machen, nur über die positiven Seiten von Sex. Aber es gibt genug Sex-Podcasts, die über all das, glaube ich, auch reden und wie man es noch besser und noch besser machen kann. Ja, und ich glaube, mit Freundinnen reden ist auch ein richtig guter Tipp. Also voll. Ich finde, auch wenn man da irgendwie sich Freundeskreise aufbauen kann, die da ganz offen sind und wo es irgendwie total normal ist, dass man, keine Ahnung, sich gegenseitig Sextoys empfiehlt oder so. Also sowas macht halt auch richtig, macht auch einfach irgendwie richtig Spaß und kann auch tatsächlich, auch wenn das jetzt ein bisschen witzig klingt, einen auf neue Ideen bringen. Also ja. Kenne ich auch. Also ich habe, würde ich sagen, genauso eine Wirkung irgendwie auf Leute. Und irgendwie mit all meinen Freundinnen kommen wir immer auf das Thema, ich weiß auch nicht wieso. Aber es ist auch gar nicht so, dass es eine perverse Komponente oder irgendwie sowas hat oder was Brüdes, sondern einfach so, dass es zum Leben dazugehört und irgendwie das Normalste der Welt ist und dass man versucht, es sich so schön wie möglich zu machen. Und ja,
experimentiert irgendwie. Was auch was Positives oder Negatives beim Sex sein kann, das ist jetzt die Überleitung des Todes, ist, dass man schwanger werden kann durch Sex. Das kann gewünscht oder ungewünscht sein, aber letztendlich soll es heute in unserer Episode darum gehen, was ist, wenn Frauen schwanger sind, Punkt 1, und was ist, wenn sie schwanger sind und dieses Kind nicht möchten. Punkt 2. Zur Schwangerschaft und Mutterschaft allgemein. Wir zwei sind jetzt zwei junge Frauen, die noch nicht schwanger sind, noch nie schwanger waren. Beziehungsweise, das kann ich über dich gar nicht sagen. Ich war noch nicht schwanger. Nee, ich war auch noch nie schwanger. Okay. aber trotzdem ja wahrscheinlich bestimmte Vorstellungen haben in unserem Kopf, wie wir uns das vorstellen oder auch nicht vorstellen und wie unsere Träume und Ängste sind. Vielleicht willst du ja erstmal starten. Ja, also ich glaube, grundsätzlich ist vielleicht noch ganz wichtig zu sagen, es klingt jetzt vielleicht erstmal für manche so ein bisschen komisch, dass wir uns jetzt da so drüber unterhalten, obwohl wir ja gar nicht diese Erfahrung körperlich gemacht haben. Und ich finde aber irgendwie, also ich weiß nicht, wie das bei dir ist, aber bei mir ist es eigentlich so, dass bei allen weiblich gelesenen Personen in meinem Umfeld auch dieses Thema Schwangerschaft und Mutterschaft von klein auf irgendwie ein Gedanke ist und irgendwie eine Rolle spielt. Und trotzdem war das bei mir zum Beispiel immer so, dass man irgendwie den Eindruck vermittelt bekommen hat, wenn man dazu jetzt Gedanken äußert, als jemand, der noch sehr jung ist und auch noch nie schwanger war und so weiter, dass das irgendwie immer so abgetan wird, als man kann das ja jetzt gar nicht beurteilen und so. Und deswegen ist das auch irgendwie eine Perspektive, die so ganz wenig mediale Repräsentation hat. Also was eigentlich Frauen vielleicht auch, also weil ich weiß zum Beispiel, dass bei mir, da können wir auch gleich noch drauf eingehen, das Thema Schwangerschaft auch diese Vorstellung davon mit ganz vielen Ängsten besetzt ist. Und ich finde das irgendwie wahnsinnig wichtig, dass darüber gesprochen wird. Das heißt, wir machen hier jetzt ganz bewusst irgendwie eine Perspektive auf, die vielleicht erstmal irgendwie komisch klingt oder ungewohnt ist oder so, weil eigentlich nur Frauen über Schwangerschaften reden, die schon schwanger sind oder schwanger waren oder so. Und wir wollen jetzt mal ganz bewusst irgendwie uns selbst da auch eine Stimme geben. So. Ja. Ja. Wie ist es denn bei dir? Hast du von dir selbst die Vorstellung, schwanger zu sein oder Mutter zu werden? Jetzt, wo ich immer näher zu dem Alter komme, wo ich eigentlich schwanger sein wollte, nämlich war immer mein Traum, mit 25 heiraten und dann direkt loslegen, Kind bekommen, schwanger sein. Und ich weiß gar nicht, also warum der Wunsch irgendwie mittlerweile weggegangen ist. Ich glaube, weil es ein Fakt ist, wenn man ein Kind weniger bekommt, sozusagen, dass das besser fürs Klima ist. Ich glaube, das spielt da tatsächlich mit rein. Und irgendwie mache ich mir schon Gedanken, ob ich ein Kind in dieser Welt großziehen will. Aber das Thema Mutter sein und schwanger sein, ich glaube, da drin würde ich so aufgehen. Ich glaube, dafür bin ich so ein bisschen geboren. Ich will irgendwie so ein, ich, keine Ahnung, ich, das, ich will das schon, seit ich so jung bin. Das ist wie, als wäre das so mein Weg und der war abgezeichnet, aber auch gleichzeitig so nebenbei Karriere machen, mehr oder weniger. Aber Kinder aufziehen, Kinder großziehen, eine eigene Familie haben, das ist bei mir ganz groß geschrieben, auch weil ich selbst immer Geschwister hatte oder weil meine Mama Kita-Leiterin ist und immer mit Kindern zu tun hatte, aber auch wahrscheinlich, weil man immer so einen Druck auch irgendwie von der Familie mitbekommt, so man will irgendwie noch ein Kind kriegen, bevor die Oma stirbt, weil die wünscht sich das so dolle. Aber ich wollte das auch immer wirklich von mir selber aus. Und ich kann mir wirklich nichts Schöneres vorstellen, als schwanger zu sein. Ich folge auch total vielen Leuten irgendwie, die schon 5 Jahre älter sind als ich und irgendwie schwanger sind und Kinder bekommen und gehe dadurch die Täler und die Höhen mit denen. Und gefühlt weiß ich schon ganz viel darüber, aber wahrscheinlich auch noch gar nichts. Und ich bin ehrlich gesagt richtig gespannt auf die Zeit, wo das wirklich ins Blickfeld rutscht. Aber man hört schon, ich rede mich total in Rage, weil es irgendwie so nah scheint, aber irgendwie noch so weit weg. Für mich ist es gerade nicht greifbar, dass das passieren kann. Ja. Ja.
Ja, also bei mir ist es irgendwie, ich hatte so einen ganz irgendwie so einen interessanten Punkt, seit die YouTuberin Ella the Bee, ich weiß nicht, ob du die kennst, aber bestimmt kennen die auch einige, die zuhören. Und die ist ja irgendwie irgendwann letztes Jahr eben hat sie gesagt, dass sie schwanger ist und so und hat ganz viel geteilt über ihre Schwangerschaft und auch, dass sie danach in der Wochenbettdepression war und so. Und mir hat diese Offenheit unglaublich gut getan auf Weisen, die ich so gar nicht vermutet hätte, weil ich eigentlich immer, also ich versuche natürlich mich da jetzt nicht irgendwie mit einer Zuschreibung einzuschränken, aber im Prinzip sehe ich mich eher nicht schwanger sein, weil ich auch irgendwie einfach ganz, also ich habe das auch sehr früh schon gemerkt, dass ich so ganz große oder ganz groß, aber dass ich auf jeden Fall echte Ängste und Sorgen in Bezug auf diesen Komplex Schwangerschaft habe, dieses einfach seinen Körper mit einem anderen Wesen teilen und so, und habe die aber immer selbst auch als sehr unbegründet wahrgenommen und auch jetzt gar nicht besonders genau oder differenziert angeguckt, weil es ja auch irgendwie kein so wichtiges Thema war. Und dann, als ich eben die Videos von ihr gesehen habe und sie irgendwie, sie hatte eben auch so eine ganz schwierige Schwangerschaft und hat halt eben auf so verschiedenen Ebenen genau damit Probleme gehabt, dass sie 9 Monate lang eben ihren Körper nicht ganz für sich hatte. Das war einfach für sie echt schwierig. Und ich fand das hat mir irgendwie einfach so gut getan, weil sie genau die Sachen ausgesprochen hat, die bei mir immer so Sorgen waren, von denen ich aber dachte, dass die irgendwie unbegründet sind oder unberechtigt oder dieses, das liegt daran, dass ich das eh nicht beurteilen kann und so. Also ich hatte das auch in mir selbst sehr, das irgendwie so abzutun, was ich da selbst an Befürchtungen hatte. Und das war für mich total wohltuend auf so eine gewisse Art und Weise, als ich ihr zuhören konnte und irgendwie gemerkt habe, dass, nee, das ist einfach. Es ist einfach auch total berechtigt und total okay, davor Sorgen zu haben. Und es ist auch verdammt nochmal okay, dass ich mir Sorgen mache, wie ich danach aussehen würde oder so, wo ich immer dachte, Mann, das ist das nicht irgendwie total oberflächlich und total doof, aber letzten Endes entscheide ich ja, was für mich irgendwie wichtig ist und was mir Sorgen macht. Und das ist tatsächlich sehr wesentlich, irgendwie einfach die Frage, was bei so einer Schwangerschaft mit dem eigenen Körper passiert. Und einfach, dass mir das total Angst macht, zu denken, dass der einfach nicht mehr so ganz meiner ist und so ein bisschen so unkontrollierbare Sachen irgendwie macht. Ja, bei mir klingelt es da total gerade, weil das ist eben irgendwie auch genau das, was mir in den letzten Monaten so im Kopf war und was so mein Umdenken so ein bisschen angeregt hat, weil ich eben seit den letzten Monaten so richtig gefühlt zum allerersten Mal in meinem Leben so im Einklang mit mir bin und meinem Körper und ich die Möglichkeit habe, immer auszuschlafen im Sinne von bis um 8. Aber eben, ne, ich werde von niemandem geweckt, ich bin hier alleine, ich habe meinen eigenen Rhythmus, ich bin zufrieden mit meiner Figur, ich kann essen, was ich will, ich habe meine Zeit. Und zu wissen, dass du das irgendwie alles teilen musst oder nicht mehr machen kannst, ich meine, klar, du liebst irgendwie das, was da in dir wächst, wahrscheinlich, aber es ist doch ein Rieseneinschnitt in das Leben, was man sich nicht vorstellen kann. Und das muss man wirklich wollen, alles dafür irgendwie, ja, aufzugeben. Und ich weiß gar nicht, ob ich da so zu bereit bin und ob ich das überhaupt will. Und ich weiß gar nicht, ob mein Wunsch, den ich immer hatte, einfach eben dieser der Gesellschaft ist oder dieses, man macht, das ist halt so, man kriegt halt irgendwann ein Kind oder so meine Familie in meinem Hinterkopf, die sich das so unbedingt wünscht. Oder zum Beispiel meine beiden Brüder, die 30 und 37 sind und noch keine Kinder haben und seit Jahren zugeredet werden mit, wann hast du endlich mal eine Freundin, wann kriegst du endlich mal ein Baby, werde ich dann noch Gott. am Leben sein? Meine Mama wünscht dich 9 Enkel, sagt sie immer so spaßeshalber. Aber das war für mich auch immer völlig im Rahmen, weil ich mir das total vorstellen konnte, eben diese eine Tochter mit den 3 Kindern zu sein. Aber mittlerweile hat sich das irgendwie komplett gewandelt. Und
ich muss mal sehen, was kommt. Vielleicht kommt es noch mehr zurück, dieser Wunsch. Aber falls es nicht mehr kommen sollte, ist es mein Körper und meine Entscheidung. Ja. Ja, absolut. Und natürlich gibt es auch Möglichkeiten, entweder allgemein Kinder aufwachsen zu sehen oder auch selbst Kinder zu haben, wo man nicht irgendwie gebären muss. Also zum Beispiel Adoption oder irgendwie enge Freundin, wo man dann das Kind total begleitet oder wie auch immer. Also ich glaube, man muss da auch einfach versuchen, das vielleicht so ein bisschen freier irgendwie und offener zu denken, weil das hast du ja gerade auch gesagt, wir kriegen eben sowas, so einen ganz bestimmten Weg als den Glücklichmachenden vorgestellt und der beinhaltet eben, dass man so zwischen 30 und 35 spätestens dann irgendwie am besten auch verheiratet ist und dann irgendwie Kinder kriegt. Und das ist, glaube ich, auch gar nicht so, also ja, da muss man ja erstmal rauskommen und das für sich wirklich lernen, auch anders zu denken irgendwie. Ich weiß nicht, kommt Zeit, kommt Rat wahrscheinlich. Also es ist so, man ist so in einem Schwebezustand und man ist irgendwie froh, dass man sich noch Zeit lassen kann. Andererseits könnte es auch sein, dass auf einmal man schwanger ist und man sich mit der Frage auseinandersetzen muss, was nun? Ja. Und das ist irgendwie so ein bisschen das Hauptthema, heute für uns, für unseren Podcast. Und du, Kara, hast dich sehr viel mit dem Thema Schwangerschaftsabbruch beschäftigt, besonders im Zuge von 219a. Ich habe heute auch die Tierendier-Printausgabe mitgebracht. Da hat Kara auch einen Artikel geschrieben namens Die Sache mit der Ansichtssache. Und ich lese das mal eben vor, das Intro sozusagen. Schwangerschaftsabbrüche sind eines dieser politischen Themen, von denen die Feststellung, es handle sich um eine ethische oder philosophische Frage, nie weit weg sind. Wie dieser Satz in die Irre führen und in Ohnmacht versetzen kann und was es wirklich über die Auswirkungen von den Paragraphen 219a und 218 zu wissen gilt, darum soll es hier gehen. Denn welchen Themen wir uns annehmen und welche Veränderungen wir in der Welt sehen wollen, entscheiden wir. Du bist sehr eben auf dieses Ethische und Philosophische eingegangen, was du ja auch irgendwo studierst. Und genau, was war dir dein Anliegen, mit diesem Text auszusagen? Ja, also ich glaube, ich wollte eigentlich ganz, 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 ganz viel sagen. Deswegen wird das jetzt auch schwer, das zusammenzufassen. Aber ich glaube, genau, dieser Startpunkt war tatsächlich die Feststellung, dass irgendwie wenn es um Debatten geht, die sich mit den betreffenden Paragraphen oder generell auch einfach mit dem Thema Schwangerschaftsabbrüche befassen, dass eben ganz schnell gesagt wird, also spätestens wenn es dann irgendwie um diese Frage nach, wo Leben anfängt oder endet und was das dann bedeutet, geht, dass eben immer gesagt wird, dass es eine philosophische oder eben eine ethische Frage, das wird ja auch oft so ein bisschen synonym verwendet. Und dass ich ganz, ganz wichtig fand, mal Aufmerksamkeit darauf zu legen, in was für Kontexten dieser Begriff gesagt wird und wofür der eingesetzt wird. Weil, also da finde ich erstmal die Beobachtung ganz wichtig, dass eigentlich fast immer, wenn jemand so einen Satz sagt, er diese Frage, die er als philosophische oder ethische gerade bezeichnet hat, dann im Folgenden nicht beantwortet, sondern damit quasi ihre Aufschiebung begründet. Das ist ja schon mal eine sehr, sehr wesentliche Beobachtung. Und wir wissen ja eigentlich, dass man philosophische und ethische Fragen sehr wohl besprechen darf und sollte und müsste und so. Weshalb es also nicht unmittelbar einleuchtend ist, warum jede Frage, die als solche bezeichnet wird, dann erstmal aufgeschoben wird. Und ich finde, da muss man schon sehr, sehr darauf achten, ob quasi dieser Satz, dass es eine philosophische oder dass es eine ethische Frage quasi gerade eingesetzt wird als Mittel, eine Frage nicht beantworten zu müssen, also ob man diesen Begriff so ein bisschen missbraucht auf eine Art oder ob es da tatsächlich eine Berechtigung gibt. Und wenn es um diese Berechtigung geht, dann finde ich irgendwie ganz wichtig, darauf hinzuweisen, wodurch sich eigentlich tatsächliche philosophische Fragen auszeichnen. Und da ist eigentlich der wichtigste Punkt, dass philosophische Fragen sich auf einer abstrakten Ebene bewegen, ohne unmittelbaren Realitätsbezug.
Und das ist natürlich ein ganz, ganz wichtiger Punkt, wenn wir über Gesetze sprechen. Und dann so ein Satz auftaucht, wie das ist eine philosophische Frage, kann man eigentlich in den allermeisten Fällen direkt schon mal sagen, nein, das kann eigentlich nicht sein, das kann eigentlich gerade nicht richtig sein, diesen Satz hier zu verwenden, weil damit eigentlich, also das ist einfach eine irreführende Formulierung in dem Sinne, dass wenn wir von Gesetzen sprechen und von konkreten Paragraphen, dann gibt es ganz konkrete und ganz reale Auswirkungen, die diese Gesetzeslagen auf Menschen haben in unserer Bundesrepublik. Und da von der philosophischen Frage zu sprechen, also von was abstrakt ist, das ist wirklich, das ist echt irreführend und das ist auch einfach echt wirklich falsch. Und dann bin ich eben in dem Artikel so ein bisschen, da können wir gleich dann auch noch den Bogen hinschlagen, so ein bisschen darauf eingegangen, was denn so die konkreten Auswirkungen von der aktuellen Gesetzeslage sind, weil darüber nämlich eben, finde ich, viel zu wenig gesprochen wird. Also tatsächlich wird diese Frage um Abtreibung oft wie eine gehandhabt, wie so eine, also als so eine ewige Frage, eine Frage, die man eh irgendwie nicht beantworten kann, die einfach für immer so ein bisschen über unseren Köpfen schweben wird. Und wenn man sich mal den Kopf zerbrechen will, dann kann man mal darüber nachdenken. Aber ansonsten, ne, so nach dem Motto. Und da finde ich, zu dieser Haltung trägt dieser ständige Satz mit, das ist eine philosophische oder das ist eine ethische Frage, ganz viel bei und auch der Missbrauch von diesem Satz. Also, ja. Mich erinnert das ein bisschen gerade so an diese Debatte zur Sterbehilfe. Inwieweit findest du, passt das? Hast du da eine ähnliche Meinung zu? Bei der Sterbehilfe-Debatte bin ich bei den Gesetzestexten jetzt sehr viel weniger gut drin. Deswegen kann ich da schlechter beurteilen, inwiefern es da irgendwie so eine zeitliche Brisanz gab, die da irgendwie missachtet wurde. Aber im Prinzip trifft es natürlich trotzdem total zu. Also ich denke, da ist auch Ähnliches passiert mit diesem Satz oder diesem Begriff von einer ethischen oder einer philosophischen Frage zu so einer Art Aufschiebung oder als so eine Art Aufschiebung, ja. Ich lese jetzt erstmal, damit wir wissen, um was es wirklich geht, erstmal den Paragraphen 219a vor. Mhm. Der heißt Werbung für den Abbruch der Schwangerschaft. Erstens, wer öffentlich in einer Versammlung oder durch das Verbreiten von Schriften seines Vermögensvorteils wegen oder in grob anstößiger Weise erstens eigene oder fremde Dienste zur Vornahme oder Förderung eines Schwangerschaftsabbruchs oder zweitens Mittel, Gegenstände oder Verfahren, die zum Abbruch der Schwangerschaft geeignet sind, unter Hinweis auf diese Eignung anbietet, ankündigt, anpreist oder Erklärungen solchen Inhalts bekannt gibt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu 2 Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. Also im Prinzip, das ist jetzt der Paragraph für alle, die mit diesen Zahlen nicht sofort was anfangen können, der so umgangssprachlich als das Werbeverbot in Bezug auf Abtreibung gehandhabt wird. Und also wie du gerade vorgelesen hast, geht es da im Prinzip darum, dass auch, also der Paragraph definiert im Prinzip Werbung so, dass wenn die Person über Schwangerschaftsabbrüche informiert, die sie auch gleichzeitig durchführen kann, also die das machen kann, wozu sie Informationen liefert, dass das dann als Werbung zählt. Und das bedeutet eben in der Praxis, dass FrauenärztInnen auf ihren Internetseiten inzwischen schreiben dürfen, also seit der Reform letzten Jahres dürfen sie schreiben, wenn sie Schwangerschaftsabbrüche anbieten, dass sie Schwangerschaftsabbrüche anbieten, aber schon, wenn sie nur dazu schreiben, welche Methoden sie dafür verwenden, was ja total, also was eine ganz wichtige Frage ist für Frauen, ja, für die das relevant ist, weil es da sehr, sehr unterschiedliche Risiken einfach gibt und weil bestimmte Methoden Gesundheit in bestimmten Situationen überhaupt keinen Sinn ergeben oder so. Also diese Frage nach der Methode ist schon mal eine total wichtige, die tatsächlich einfach illegal ist, anzugeben auf den Seiten. Und dann ist es eben auch so, dass ja auch eigentlich noch viel mehr wichtig wäre, als einfach nur zu wissen, wer da jetzt was anbietet, sondern tatsächlich mal
sich irgendwie ernsthaft belesen zu können, was ja, also wie einzelne Methoden eigentlich funktionieren. Und genau die Leute, die diese Informationen eigentlich liefern können aus fachlicher Sicht, nämlich behandelnde ÄrztInnen, sind genau die Leute, die das tatsächlich nicht dürfen. Und das ist, ich glaube, da kann man das Problem jetzt schon aus verschiedenen Richtungen sehr unmittelbar erkennen. Also es macht es zum einen deutlich schwerer, FrauenärztInnen ausfindig zu machen, die Schwangerschaftsabbrüche durchführen. Also gerade für Leute, die irgendwie auf dem Land wohnen oder so, ist das tatsächlich auch einfach nochmal deutlich schwerer. Und es gibt auch immer weniger Angebote, dass Abtreibungen durchgeführt werden. Da kommen wir gleich noch drauf, was das mit den Gesetzen zu tun hat, weil das ein ganz, ganz wichtiger Punkt ist. Also das ist auch ein Punkt, der ausmacht, warum das so zeitlich brisiert, die ganze Sache. Aber im Prinzip genau, es ist schwer, sich Informationen darüber zu holen, wer überhaupt da behandelt. Und es ist schwer, sachliche Informationen über Schwangerschaftsabbrüche zu bekommen. Und nur, um das einfach nochmal so zu kontrastieren, wir wissen ja alle, dass es sogenannte Lebensschützer gibt, also eben Abtreibungsgegner, die dann auch so Seiten erstellen, wo sie Abtreibung zum Beispiel mit dem Holocaust vergleichen oder wo sie behandelnde ÄrztInnen als Mörder anprangern und so weiter. Und eben auch Fehlinformationen über Schwangerschaftsabbrüche verteilen. Und da ist das Allermeiste, was da betrieben wird, ist tatsächlich nicht illegal. Also zum Beispiel diese Vergleiche mit dem Holocaust und dazu irgendwie blutige Petrischalen oder so, das ist zum Beispiel erlaubt. Und dass Ärzte über ihr eigenes Handwerk informieren auf ihren eigenen Seiten, das hingegen nicht. Also nur um sich das mal vor Augen zu führen, diese Relation davon, ja. Die meisten dieser GegnerInnen Männer? Ich glaube, das ist gar nicht so leicht zu sagen. Also die Abtreibungsgegner, die so besonders fleißig sind, was das Abmahnen von GynäkologInnen angeht, das weiß man, dass es da, da gibt es so ein, zwei Leute, die das deutschlandweit ganz, ganz aktiv betreiben, immer, was ich gerade gesagt habe, ne, immer auf den Internetseiten zu suchen, welche Ärztin so ein bisschen dagegen verstößt und die dann alle anklagen. Und das sind tatsächlich Männer, das kann man ausmachen. Und ansonsten gibt es da aber auch auf jeden Fall Frauen. Und ich habe jetzt keine belastbaren Zahlen dazu, wie sich das anteilsmäßig verhält. Aber es ist auf jeden Fall wahr, dass es da Männer mit sehr starken Meinungen dazu gibt, was Frauen mit ihren Körpern machen sollten. Das kennen wir auch aus anderen Kontexten. Nochmal ganz vom Urschleim angefangen, mal die Frage, weil das ist, glaube ich, so das, was den meisten so bekannt ist, ist ja diese Regel, sage ich mal, dass man nur bis zum dritten Monat abtreiben kann. Geht es um genau diese 3 Monate? Geht es also diese ganze Abtreibungsdebatte? Geht es um die Monate danach? Worum geht es genau? Es gibt natürlich eigentlich nicht die Abtreibungsdebatte, weil man da über verschiedene Sachen reden kann. Also was jetzt zuletzt wirklich hitzig im Gespräch war, war eben 219a. Also da ging es um die Frage, ob 219a bleibt oder ob er abgeschafft werden soll. Also dieses Werbeverbot, worüber wir gerade gesprochen haben. Dann kann man auch darüber diskutieren, was eigentlich mit 218 ist. Also 218 legt grundsätzlich fest, dass Abtreibung in bestimmten Fällen, nämlich eben vor dem dritten Monat, straffrei ist, aber es ist eben trotzdem eine Straftat. Das ist auch was, was vielen, glaube ich, nicht so klar ist. Es gibt einfach in Deutschland keine Möglichkeit, einen legalen Schwangerschaftsabbruch zu haben. Das existiert einfach nicht. Du kannst nur was Illegales, aber Straffreies machen in dem Moment, wo du eine Schwangerschaft abbrichst. Und das kann man, also darüber kann man auf jeden Fall diskutieren und ich denke, darum geht es genau eben in den meisten Debatten. Also ich glaube,
meistens wird von Leuten, die eben so sich als Pro-Choice ausmachen oder so oder aus feministischen Kreisen eben gefordert, dass es Möglichkeiten für legale Abtreibung gibt. Ja. Ja. Welche Länder sind da zum Beispiel Vorreiter? Die, ich glaube, Irland zum Beispiel hatte das abgeschafft oder das legalisiert Abtreibungen komplett. War das nicht erst letztes Jahr? Das weiß ich gar nicht, ehrlich gesagt. Also ich weiß nur, dass zum Beispiel irgendwie Italien und Frankreich sowas wie 219a nicht haben. Und ansonsten ein krasses Gegenbeispiel mit besonders scharfen Abtreibungsgesetzen ist ja Alabama. Das wissen wir, glaube ich, auch alle seit letztem Frühjahr. Mhm. Und bei Irland, das weiß ich ehrlich gesagt gar nicht genau. Vielleicht weißt du da mehr. Ich will jetzt kein Halbwissen verbreiten. Ich glaube, es war Irland, wo auch ganz viele Frauen vor allem eben demonstriert haben und die dann Abtreibung eben legalisiert haben. Aber ich will jetzt auch kein Falschwissen verbreiten. Vielleicht guckt ihr da alle nochmal im Webbrowser eures Vertrauens nach, in der Suchmaschine. Ja, aber verrückt, dass Deutschland eigentlich ein recht fortschrittliches Land ist, würde ich sagen. Aber bei sowas dann so strikt und irgendwie hinterher, kann man fast sagen. Okay, dann lese ich jetzt nochmal 218a vor. Der Tatbestand des Paragraphen 218 ist nicht verwirtschaftlicht, wenn erstens die Schwangere den Schwangerschaftsabbruch verlangt und dem Arzt durch eine Bescheinigung nach 219 Absatz 2 Satz 2 nachgewiesen hat, dass sie sich mindestens 3 Tage vor dem Eingriff hat beraten lassen, zweitens der Schwangerschaftsabbruch von einem Arzt vorgenommen wird und drittens seit der Empfängnis nicht mehr als 12 Wochen vergangen wird. Ich muss mal kurz hier einhaken. Es ist immer ein männlicher Arzt, will ich nur mal sagen, in dieser Gesetzgebung. Da steht Arzt. Nicht gegendert. Nicht gar, überhaupt nicht gegendert. 2. Der mit Einwilligung der Schwangeren von einem Arzt vorgenommene Schwangerschaftsabbruch ist nicht rechtswidrig, wenn der Abbruch der Schwangerschaft unter Berücksichtigung der gegenwärtigen und zukünftigen Lebensverhältnisse der Schwangeren nach ärztlicher Erkenntnis angezeigt ist, um eine Gefahr für das Leben oder die Gefahr einer schwerwiegenden Beeinträchtigung des körperlichen und seelischen Gesundheitszustands der Schwangeren abzuwenden und die Gefahr nicht auf eine andere, für sie zumutbare Weise abgewendet werden kann. Die Voraussetzungen des Absatzes 2 gelten bei einem Schwangerschaftsabbruch, der mit Einwilligung der Schwangerschaft der Schwangeren von einem Arzt vorgenommen wird, auch als erfüllt, wenn nach ärztlicher Erkenntnis einer Schwangeren eine rechtswidrige Tat nach den Paragraphen 176 bis 178 des Strafgesetzbuches begangen worden ist. Dringende Gründe für die Annahme sprechen, dass die Schwangerschaft auf der Tat beruht und seit der Empfängnis nicht mehr als 12 Wochen vergangen sind. Okay, wow. Und die Schwangere ist nicht nach Paragraf 218 strafbar, wenn der Schwangerschaftsabbruch nach Beratung, in Klammern Paragraph 219, von einem Arzt vorgenommen worden ist und seit der Empfängnis nicht mehr als 22 Wochen verstrichen sind. Das Gericht kann von Strafe nach 218 absehen, wenn die Schwangere sich zur Zeit des Eingriffs in besonderer Bedrängnis gefunden hat. So, was sagt das jetzt aus, liebe Kara? Ja, also im Prinzip werden da ja, also wird grundsätzlich festgelegt, dass Abtreibung eine Straftat ist und das wird jetzt eben geregelt, wann Schwangerschaftsabbrüche aber eben straffrei sind. Und das hast du ja gerade vorgelesen, das war, glaube ich, auch ganz, ganz verständlich, also dass diese 3-Monats-Frist wichtig ist, diese Pflichtberatung und dass es eben darum geht, dass man in einer Situation ist, die einen so irgendwie in eine Art von Bedrängnis bringt, die einfach nicht anders zu lösen ist, als indem man diese Schwangerschaft abbricht. Und darum geht es im Prinzip auch bei der Beratung, dass das sozusagen sichergestellt wird. Und da muss man sich so eine Art Bescheinigung ausstellen lassen. Und dann kann man, wenn man in diesem 3-Monats-Rahmen noch ist, straffrei abtreiben. Ging es da auch darum, dass wenn man zum Beispiel einer Vergewaltigung widerfahren, wenn einem eine Vergewaltigung widerfahren ist, dass man dann mehr Rechte hat sozusagen, was das angeht? Also soweit ich das jetzt überblickt habe, ist man da, also muss man trotzdem in dieser 3-Monats-Frist drin sein. Das ist auch
insofern ein wichtiges Thema, als dass es irgendwie, also ich glaube, es ist gar nicht so untypisch, dass Leute, die Schwangerschaftsabbrüche sehr kritisch sehen und da irgendwie grundsätzlich eigentlich sehr dagegen sind, irgendwie es nur dann, also es quasi dann für berechtigt halten, wenn die betreffende Frau vergewaltigt wurde. Und da ist, glaube ich, sehr wichtig, sich das mal bewusst zu machen, dass man damit ja aussagt, damit eine Frau Rechte an ihrem eigenen Körper hat, muss diesen Rechten erstmal ganz massiv geschadet worden sein. Ja, also das ist eben immer so ein bisschen das, wo man sich sehr überlegen muss, was halt für Menschenbilder hinter so Argumentationen irgendwie dann dahinter stehen. Das macht mich richtig sauer und traurig sogar auch. Ich glaube, deswegen haben wir uns heute auch eingefunden. Das ist einfach dieser Punkt, dass wir nicht selbst entscheiden können, was wir mit unserem Körper machen. Wenn wir ungewollt schwanger sind und dieses Kind nicht austragen wollen. Ja. Und man fragt sich wirklich ja auch, wer hat dieses Gesetz geschrieben? Ja, wahrscheinlich keine Frau oder keine, die irgendwie über ihren Körper selbst bestimmen möchte. Wir haben natürlich jetzt auch gar nicht darüber geredet, was es irgendwie psychisch vielleicht mit jemandem macht, der irgendwie abtreibt. Und es gibt ganz viele Filme, die genau das irgendwie thematisieren und so weiter und so fort. Aber auf der anderen Seite muss man natürlich auch immer sehen, dass es ganz oft nicht die richtige Situation ist, weder finanziell noch familiär, um ein Kind zu bekommen, dass Frauen sich selbst, haben wir ja vorhin schon so ein bisschen anklingen lassen, ihren Körper sozusagen mit einem anderen Körper teilen müssen, ihre eigene Identität ja irgendwie verlieren, sich nicht mehr richtig ausleben können. Das alles, ohne dass das geplant war, natürlich auch. Ja, ich glaube, da müssen wir erstmal, also es gibt, glaube ich, noch zwei Sachen, die ich sagen möchte, bevor wir weitergehen. Und dann wäre es, glaube ich, wichtig, über diese, also über diese Frage nach dem anderen Lebewesen, um das es da geht, was nicht die Frau ist, die schwanger ist, irgendwie zu reden. Also erstmal ist zu 219a würde ich gerne noch eine so typische Argumentation dafür quasi aufgreifen, weil im Prinzip Leute, die das so ein bisschen, die diesen Paragraphen verteidigen, dann eben sowas sagen wie, dass wir ja nicht so, also die malen dann so Szenarien von so, das macht die AfD zum Beispiel auch, von so ganz makaberen Abtreibungswerbungen tatsächlich, also wirklich Werbung im klassischen Sinne, sowas wie heiße Nacht, hol dir doch eine Abtreibung oder zwei Abtreibungen zum Preis von einer oder sowas und malen dann im Prinzip solche Szenarien und sagen, naja, und 219a schützt davor, dass wir solche Abtreibungen haben. Da ist erstmal irgendwie wesentlich darauf zu verweisen, dass es Länder gibt, wo sowas wie 219a nicht existiert, zum Beispiel Frankreich oder Italien, beziehungsweise generell ist das eigentlich ein sehr deutscher Paragraph, da kann ich auch gleich noch was zu sagen. Und bei denen es solche Werbung nicht gibt und man dann ja auch sagen müsste, was ist eigentlich die Folge, die wir da vermuten würden, weil wir doch eigentlich, wenn wir Frauen wirklich als selbstbestimmte und intelligente Wesen ansehen, davon ausgehen müssen, dass die nicht so eine schwerwiegende Entscheidung anhand von so einer Werbung irgendwie festmachen. Und da finde ich sehr wichtig, darauf hinzuweisen, dass da ganz klar ein abwertendes Bild von Frauen in diesem Paragraphen einfach drinsteckt. Jetzt habe ich gerade noch irgendwas gesagt, worauf ich, ach ja, genau, 219a wurde nämlich schon mal abgeschafft in den 20ern. Also 1920 wurde 219a eigentlich abgeschafft und dann in der NS-Zeit, ich glaube 1933, wieder eingeführt und damals auch mit so einer nationalsozialistischen Begründung halt, dass es eben viel deutschen Nachwuchs geben soll und so. Und wir sind diesen Paragraph seit dieser Einführung in der NS-Zeit eben jetzt bisher nicht wieder losgeworden. Also auch das
ist auf verschiedenen Ebenen, glaube ich, sehr wissenswert. Also ich meine, einmal sich darüber zu empören, dass wir 100 Jahre nach dieser eigentlichen Abschaffung schon wieder dafür streiten müssen, dass es diesen Paragraphen nicht mehr gibt oder immer noch oder wie auch immer. Und eben dann auch mit was für einer Geschichte der eigentlich behaftet ist. Also das war mir nochmal wichtig. Und dann wollte ich auch noch was sagen zu dem Thema, warum es sozusagen wichtig wäre, jetzt aktuell über dieses Thema Schwangerschaftsabbrüche zu sprechen und warum das eben nicht so eine ewige Frage ist. Also zum einen ist es natürlich sowieso so, dass man auch auf ewige Fragen ja irgendwie, dass man auch da ja irgendwelche Antworten dann gesetzlich umsetzt und sich das auch ändern kann. Und gerade ist es aber so, dass wir auch in einer Situation sind, wo es ganz wichtig wäre, dass es sich ändert, weil wir nämlich tatsächlich eine zeitliche Dringlichkeit von diesem Thema haben. Und die besteht darin, dass auch die Ausbildung dazu, Schwangerschaftsabbrüche durchführen zu können, viel schwieriger ist durch vor allem 218, weil es ja, wie gesagt, keine legalen Schwangerschaftsabbrüche gibt, sodass also ein Mediziner oder eine Medizinerin, die sich ausbilden lassen möchte, Schwangerschaftsabbrüche durchzuführen, sich eigentlich für eine illegale Tätigkeit ausbilden lässt. Und das kann man sich natürlich vorstellen, dass das irgendwie auch entsprechend schwer ist. Und deswegen ist es so, dass die meisten ÄrztInnen, die aktuell da in diesem Bereich behandeln, also die Schwangerschaftsabbrüche gerade durchführen, noch in der DDR zum Beispiel ausgebildet wurden. Und das ist tatsächlich, also das ist jetzt schon seit 10 Jahren ungefähr so, dass die Anzahl der behandelnden Ärztinnen da stetig steigt und auch sehr rasant steigt. Und wir wissen ganz genau, dass da einfach nicht genug behandelnde Ärztinnen nachkommen, eben weil diese Ausbildungslage so problematisch ist. Das heißt, wir bewegen uns tatsächlich auf eine Situation zu, wo es wirklich, und das ist ganz real, auch wenn manche Leute das nicht glauben wollen, dass das in Deutschland der Fall ist, das ist ganz real, dass wir gerade auf eine Situation uns zubewegen, in der es immer schwerer wird für Frauen, an eine sichere Abtreibung zu kommen. Das ist so, weil mit jedem Arzt oder jeder Ärztin, die hier in Deutschland, mit jedem Arzt oder jeder Ärztin, die einen Schwangerschaftsabbruch durchführt, die jetzt weniger da ist, weil er oder sie in Rente geht, bewegen wir uns mehr auf diese Situation zu, dass es da eben kein sicheres Angebot gibt. Eigentlich müsste das jeder Ärztin, jeder Arzt im Studium am besten lernen. Das müsste dahingehend umstrukturiert werden, weil es sicher so eine große Nachfrage gibt. Das weiß man ja wahrscheinlich gar nicht. Gibt es wahrscheinlich gar keine Zahlen dazu. Aber ich kann mir auf jeden Fall vorstellen, dass das ein ganz großes, totgeschwiegenes Thema ist, aus gegebenen Gründen. Ich finde es ganz verrückt, dass es einfach dieser Fakt, dass es verboten ist, dass diese ÄrztInnen auf ihrer Website schreiben, was sie da genau machen, die Methode, die sie anwenden und was das beinhaltet, all das, damit man sich, wir kennen das alle, ich rufe nicht mal gerne beim irgendwie Lieferservice an, um da am Telefon zu bestellen. Ich mache das am liebsten im Internet, weil das irgendwie diskreter ist. Und sich nicht mal auf eine diskrete Art und Weise zu informieren, wenn man heult und im Bett sitzt und das irgendwie nicht will, was da gerade mit einem passiert, das ist auch irgendwie ganz, ganz erniedrigend. Ja, total. Und vielleicht auch nochmal, weil wir haben ja vorhin so ein bisschen wiedergegeben, welche Definition von Werbung dem sozusagen zugrunde liegt, nämlich die, dass es im Prinzip dann Werbung ist, wenn die Person die Information rausgibt, die auch den Schwangerschaftsabbruch durchführen würde. Und da steht ja dahinter, dass es ein Interessenkonflikt, also die Idee hinter dieser Definition des Paragraphen ist, dass es ein Interessenkonflikt ist, dass die Person, die sich finanziell an dem Abbruch bereichern würde, auch Informationen darüber rausgibt. Das klingt jetzt vielleicht erstmal gar nicht so abstrus, aber es ist tatsächlich ziemlich abstrus, weil diese finanzielle Bereicherung einfach, also das wird auch gerne manchmal so ein bisschen dargestellt, als wenn GynäkologInnen tatsächlich sich einen goldenen Daumen daran verdienen könnten, Schwangerschaftsabbrüche durchzuführen. Das ist nicht der Fall. Also aufgrund der gerade geschilderten Ausbildungslage, weil die so schwierig ist,
müssen Leute, die diese Ausbildung machen wollen zu Schwangerschaftsabbrüchen, erstmal selbst meistens dafür aufkommen, diese Ausbildung machen zu können finanziell. Und dann ist es auch einfach so, dass das nichts ist, was irgendwie sonderlich gut bezahlt ist. Also ist es sicherlich kein, also es ist einfach nicht lukrativ. Also wenn ÄrztInnen sich mit ihrem Job irgendwie ein goldenes Leben verdienen wollen, dann haben die da genug Möglichkeiten, die nichts mit Schwangerschaftsabbrüchen zu tun haben. Und das bietet sich dafür einfach nicht an. Also das bietet sich dafür finanziell nicht an und das bietet sich dafür auch von dem ganzen Stress her nicht an, weil wir haben jetzt gerade auch sehr die Seite beleuchtet von Frauen, die sich nicht richtig informieren können. Aber es ist ja auch so, dass es tatsächlich für behandelnde ÄrztInnen ganz schwierig ist, dass sie wirklich Angst haben müssen, wenn sie irgendwie rausgeben, dass sie Abbrüche durchführen, dass dann vor ihre Praxen Lebensschützer kommen und da PatientInnen belästigen oder so. Das sind alles Dinge, die passieren und die natürlich deutlich leichter oder deutlich wahrscheinlicher werden in dem Moment, wo du als Gynäkologin im Internet schreibst, ich mache Schwangerschaftsabbrüche. Also es gibt wirklich, glaube ich, auch einfach nicht wenige behandelnde ÄrztInnen, die davor wirklich Angst haben. Es gibt ja noch, vielleicht ist das jetzt eine ganz ganz anderes Thema, das kam aber auf jeden Fall im letzten Jahr auf, das Thema, wenn man weiß, dass das Kind möglicherweise zum Beispiel Trisomie 21 hat oder eine andere Behinderung, dass man es dann noch länger abtreiben kann, so war das, ne? Ja. Genau. Da gibt es auch diese und diese Seiten. Das hat gar nicht so sehr mit dem Abtreiben ja oder nein, glaube ich, zu tun, sondern eher mit dieser zeitlichen Komponente. Nee, ja, das ist echt ein ganz eigenes Thema, was, glaube ich, auch gar nicht so primär mit dieser Abtreibungsdebatte zu tun hat, sondern eher generell mit dem Konzept von Behinderung und wie damit gesellschaftlich umgegangen wird. Und ja, also tatsächlich ist es so, dass da eben diese 3-Monats-Frist halt nicht gilt, was auch immer wieder als sehr, ja, als letztendlich sehr doppelmoralisch irgendwie angekreidet wird, dass man eigentlich immer so, also dass immer so getan wird, als würde der Gesetzesgeber, in Anführungszeichen, da wird immer von den Interessen des ungeborenen Lebens gesprochen. Da kommen wir auch gleich noch dazu, warum das auch irgendwie eine sehr problematische Formulierung oder Argumentation ist. Aber das ist eben dann im Prinzip auch so, dass da dieser Schutz des ungeborenen Lebens plötzlich eigentlich nicht mehr wirklich besteht in dem Moment, wo das ungeborene Leben wahrscheinlich irgendwas hat, was wir als Behinderung klassifizieren würden. Und das ist, das spricht, glaube ich, auch schon Bände. Kleine andere Frage. Dürften wir jetzt hier, wäre das uns erlaubt, zu beschreiben, was bei einem Schwangerschaftsabbruch überhaupt passiert? Wir dürften da keine Probleme kriegen, weil wir ja beide eh keine Schwangerschaftsabbrüche durchführen können. Also ich zumindest nicht. Ich glaube, du auch nicht. Ich glaube auch nicht. Genau, wir sind eben genau diese Menschen, die sozusagen kein Geld daran verdienen würden oder für die das irgendwie keine Werbung wäre. Weißt du denn, was genau bei einem Schwangerschaftsabbruch passiert? Es kommt natürlich sehr irgendwie auch auf die Methode an, aber ich bin über einzelne Methoden tatsächlich nicht sehr detailliert informiert. Und du? Ich auch nicht. Man hört immer dieses irgendwie Ausschaben. Ich will jetzt auch nichts Falsches verbreiten, sich da anrichten, Stellen informieren, soweit es geht. Ja, letztendlich ist ja wahrscheinlich Pille danach auch eine Form von Abtreibung. Ja, es gibt auf jeden Fall auch einen medikamentösen Abbruch. Der hat aber, glaube ich, auch ein bisschen weniger zuverlässigere Quoten als die quasi per Eingriff gemacht werden. Aber wir können ja mal gucken, was wir da an seriösen Informationen finden und dann auch einfach vielleicht was verlinken, dass man das ordentlich nachlesen kann, weil das ist, glaube ich, wichtig. Ja. Jetzt sind wir nun mal in diesem System und wenn man abtreiben will, zurzeit muss man sich leider erstmal damit zufrieden geben, in Anführungsstrichen, oder damit zurechtkommen. Wie geht man da am besten vor? Wahrscheinlich erstmal sich auf Seiten schlau machen, die sozusagen erlaubterweise über Abtreibungen informieren und dann schauen, welche Ärztinnen
bei mir in der Nähe oder auch in der nächsten Stadt oder wie auch immer, bieten das dann an. Ja, ich denke auch, das wären so die Schritte und auf jeden Fall, wenn es vom Umfeld her irgendwie drin ist, sich da vertraute Personen zu suchen und das zu erzählen, dann würde ich das auf jeden Fall machen, vor allem, weil es, glaube ich, für viele auch einfach eine schwere Entscheidung ist. Also ich weiß, dass bei mir, dass es jetzt zum Beispiel, also ich weiß das ganz sicher, dass wenn ich ungewollt schwanger werden würde, dass ich abtreiben wollen würde. Also bei mir würde zum Beispiel diese Frage nicht bestehen, aber ich weiß, dass es bei, also dass es eben bei ganz vielen doch eine sehr ernsthafte Frage ist, was man jetzt eigentlich macht. Und deswegen ist es, glaube ich, ganz wichtig, sich zu versuchen, ein Umfeld zu schaffen, darüber zu sprechen, was möglichst wenig von diesen staatlichen Reglementierungen geprägt ist, weil die Beratungen natürlich auch im Prinzip darauf ausgelegt sind, dir eher nahezulegen, das Kind trotzdem einfach zu bekommen. Und da gibt es sicher Leute, die das ganz toll und ganz sensibel umsetzen. Also da bin ich sicher. Aber trotzdem sind die ja in diesem System sehr drin und erfüllen ja eigentlich einen Auftrag, der eben keine neutrale Beratung ist tatsächlich. Und da würde ich einfach versuchen, irgendwie möglichst, also man muss einfach versuchen, möglichst gut daran zu kommen, was man eigentlich selbst will. Also da können Gespräche mit vertrauten Personen gut sein, da kann Tagebuchschreiben gut sein, keine Ahnung, es ist, glaube ich, echt ganz, ganz schwierig. Oder einfach halt versuchen, sich beide Szenarien so gut wie möglich auszumalen, sich über beide Wege detailliert zu informieren und dann kann man vielleicht irgendwie schon spüren, auf welchem der Wege man sich sieht oder so würde ich das, glaube ich, versuchen, wenn ich so eine Entscheidung treffen müsste. Du hast gerade gesagt, dir ist es ganz klar, dass du gerne abtreiben würdest, solltest du jetzt schwanger werden. Ich hatte hier und da Momente, wo ich dachte, ich sei schwanger, da war ich noch jünger. Auch einfach Gespräche darüber, was wäre, wenn ich jetzt schwanger werden würde. Und ich früher auf jeden Fall der Meinung war, das unbedingt behalten zu wollen. Und es dann eben meine Freunde war, meine Partner, die gesagt haben, unbedingt abtreiben. Unbedingt abtreiben. Ich weiß nicht. Und ich wusste dann gar nicht, wohin mit mir, weil es ist mein Körper. Dieser Mensch wäre der Vater ja irgendwo, hat ja wahrscheinlich auch was zu sagen. Aber mir war das dann wahrscheinlich in dem Moment, wäre mir das egal gewesen. Ich hätte das allein großgezogen, mit Hilfe von meiner Mutter oder so. Aber dass man nicht die Unterstützung erfahren würde von einem Menschen, von dem du eigentlich Unterstützung oder Verantwortung zumindest bräuchtest, weil es sind irgendwie immer beide dran schuld letztendlich, das war ganz schlimm für mich und das ist was, was ich jetzt mittlerweile immer ganz früh schon abstecke, beziehungsweise wo man viel über die andere Person auch lernen kann, glaube ich. Ja, das ist, glaube ich, halt auch echt irgendwie wichtig. Also es ist ja grundsätzlich einfach eine Tatsache, dass man von Sex schwanger werden kann. Und ich denke, dass also bei aller Leichtigkeit und allem Spaß, der bei Sex dran sein sollte, ist es eben trotzdem einfach ein Fakt, den beide Seiten irgendwie berücksichtigen sollten. Und deswegen haben wir auch in der Folge über Sexualität so viel auch über Verantwortung geredet. Wir haben ja auch da irgendwie über Verhütung gesprochen und so. Und da ist vielleicht auch nochmal wichtig, klarzumachen, also Verhütungsmethoden, egal, natürlich gibt es da unterschiedlich sichere, aber auch die allersichersten Verhütungsmittel wie irgendwie die Pille oder die Kupferspirale oder so, da gibt es immer noch ein paar Prozent Wahrscheinlichkeit, dass es einfach nicht vor Schwangerschaft schützt. Und ich glaube, das muss man sich wirklich klar machen, dass gute Verhütung, die Tatsache, dass man von Sex schwanger werden kann, einfach schlichtweg nicht abschafft. Also ihr könnt die Wahrscheinlichkeit ganz gering machen und bitte macht es, wenn ihr nicht schwanger werden möchtet. Aber man muss eben auch wissen, wir reden hier von Wahrscheinlichkeiten und es ist nicht irgendwie
Und deswegen, das ist eben auch eine wesentliche Argumentation, warum so viele Leute sagen, Schwangerschaftsabbrüche müssten ein viel normaleres Thema sein, weil doch eigentlich klar ist, dass die allermeisten von uns Sex haben wollen. Und es ist auch klar, dass man von Sex schwanger werden kann, auch wenn man es vielleicht nicht möchte und auch wenn man verhütet. Und warum sind dann Schwangerschaften so ein krasses, abnormales Thema? Und das ist, glaube ich, auch wirklich ein ganz wichtiger Punkt. Warum eigentlich? Also warum darf das nicht normal sein, das Thema? Ja, umso älter ich wurde, umso mehr, was soll ich jetzt sagen? Umso älter ich wurde, umso mehr hatte ich das Gefühl, dass ich eine Schwangerschaft oder ein Baby, dass ich das handeln konnte. Umso mehr wurde aber auch für mich diese Möglichkeit greifbarer, das Kind abtreiben zu lassen, weil ich immer mehr ein Gefühl irgendwie für mich selber und was ich selber auch will bekommen habe und nicht, was die irgendwie Gesellschaft von mir erwartet oder was meine Mutter mir beipflichtet, mir zu helfen, sondern wirklich, was ich und nur ich für mich möchte. Und das ist ein ganz schönes Gefühl. Und gleichzeitig kam eben dieses ganze Thema rund um Abtreibung und die Werbung darum, aber auch alles andere, ob man es überhaupt darf, auf. Genau. Ja, es ist aber natürlich auch, also nur um jetzt die andere Seite auch noch mal reinzukriegen, wenn wir so die ganze Zeit über Selbstbestimmung reden. Also es gibt natürlich auch Narrative, die umgekehrt funktionieren, dass irgendwie Frauen, die sich eigentlich vielleicht bereit fühlen, zum Beispiel die Pille abzusetzen, weil sie sich auch im Studium eigentlich schon bereit fühlen, Mutter zu werden oder so, gesagt bekommen, sie sollen erstmal die Ausbildung fertig machen und so und einfach alle Seiten davon abraten. Und da gilt natürlich ganz genauso, hört auf euch und entscheidet es für euch und informiert euch gut. Und wenn ihr im Studium seid und alle sagen, macht es auf jeden Fall fertig und ihr fühlt aber ganz stark, das ist irgendwie der richtige Moment, das ist einfach der richtige Moment, dann kann man natürlich erstmal irgendwie kleinere Schritte machen und sich zum Beispiel bei seiner Uni informieren. Also da gibt es meistens so Familienbüros, das gibt es, glaube ich, inzwischen an allen Universitäten, dass man erstmal gucken kann, was es eben alles so für Angebote gibt und so, und dass man versucht, sich da ein konkreteres Bild einfach von der Situation zu machen. Und dann gilt aber, finde ich, immer vor dem Hintergrund, dass man informiert ist natürlich, aber davor sollte einfach immer gelten, dass es um euch geht und um euren Körper. Also das war mir nur nochmal wichtig zu sagen, dass es natürlich in beide Richtungen geht. Und wir fokussieren jetzt das mit den Schwangerschaftsabbrüchen so sehr, weil da natürlich tatsächlich Gesetze im Weg stehen. Aber es gibt natürlich auch den umgekehrten Fall, wo Konventionen und gesellschaftliche Vorstellungen im Weg stehen. Und auch da wollen wir, glaube ich, einfach beide Mut machen, dass Leute das machen, was für sie gut ist. Ich fühle mich auch so an beiden Armen gezogen, weil auf der einen Seite so die Generation vor uns haben alle so mit 20 oder so, keine Ahnung, ihr erstes Kind bekommen, also so meine Mama mit 18. Auf der anderen Seite mittlerweile ist irgendwie 25 mega jung, ein Kind zu bekommen. Und irgendwie so in meinem Freundeskreis bin ich die schon am frühesten irgendwie ihr Kind bekommen möchte. Und ich muss noch mal genau reinhorchen. Am Ende wird es bestimmt so ein Mitte dazwischen. Aber echt sich nicht da von außen beeinflussen zu lassen, ist so, so schwierig. Und aber dringend notwendig, weil eine größere Entscheidung im Leben gibt es, glaube ich, fast nicht. Das wäre, glaube ich, noch ein wichtiger Punkt, weil ich ja vorhin auch schon angesprochen habe, dass eigentlich immer, immer so davon gesprochen wird, dass es quasi um eine Interessenabwägung geht. Also dass es einmal das Interesse der Mutter gäbe, das vielleicht eben ist, das Kind nicht zu bekommen. Und dann eben das Interesse des Kindes, wo immer unterstellt wird, das Kind will auf jeden Fall leben oder das ungeborene Leben will auf jeden Fall zur Welt kommen. Und da wird dann im Prinzip, also das ist so ein Vorwurf von Lebensschützern, dass man da die Rechte der Mutter über die des Kindes stellen würde. Und da finde ich halt ganz wichtig, zum einen mal darauf aufmerksam zu machen,
dass wenn man von den Interessen eines ungeborenen Lebens spricht, dass das eigentlich völlig absurd ist. Also wir müssen eigentlich von einer Interessenunterstellung sprechen, weil wir ja einfach dieses Wesen, um dessen Interesse es geht, nicht fragen können, was sein Interesse ist. Das heißt, wir unterstellen ein Interesse, von dem wir denken, dass das der Fall ist. Und das finde ich ganz, also ganz wichtig, das irgendwie transparent zu machen und da nicht so zu tun, als wenn das irgendwie total klar wäre, dass, dass jedes ungeborene Leben so einen Wunsch hat, auf die Welt zu kommen. Und dann eben auch, dass diese Abtrennung, dass es irgendwie hier ein Interesse der Mutter gibt und da drüben ein Interesse des Kindes, ja eigentlich komplett absurd ist, wenn wir überlegen, wir bewegen uns in einem Kontext, in dem deren Körper noch nicht mal abzutrennen sind. Ja, Leute, das ist ein Körper. Da kann man doch nicht von verschiedenen Interessen sprechen, ja, als wenn das irgendwie A und B komplett voneinander abtrennbar wäre. Ja. Und grundsätzlich ist total klar, aus pädagogischer, aus psychologischer Sicht, es ist eigentlich nie im Interesse eines Kindes, von der Mutter ungewollt zu sein oder in eine Situation geboren zu werden, wo eine Mutter finanziell oder psychisch oder wie auch immer überfordert ist. Das kann, also, ne, das kann eigentlich nicht wirklich Interesse des Kindes sein. Und da finde ich irgendwie ganz wichtig, dass man eben diese Formulierung mal so ein bisschen, dass man die auch einfach echt hinterfragt, weil die kauft ganz viele Implikationen ein, die wirklich irgendwie, die eigentlich einfach echt nicht haltbar sind. Ich hinterfrage in dieser Hinsicht auch total den Begriff Lebensschützer, weil sie mögen dieses eine Leben schützen wollen, was sie irgendwie nicht tun, aber dieses andere Leben, das der Mutter, auf eine andere Art und Weise überhaupt nicht. Ja, genau, das ist eben auch sowas. Und es ist ja auch die Frage, ob Lebensschützer überhaupt, also ne, es ist natürlich schon deutlich, also deutlich absurd, dass Leute, die sich für Gesetzeslagen einsetzen, die Frauen letztendlich in lebensgefährliche Situationen bringen, sich selbst Lebensschützer nennen. Und das ist tatsächlich, das hat jetzt wirklich irgendwie nichts mit Dogmatismus oder mit meiner Meinung zu tun, sondern das ist eine Tatsache, wenn man sich anguckt, für was für Gesetzeslagen sogenannte Lebensschützer sind, dann sind das einfach de facto Gesetzeslagen, die einfach eine Realität auslösen würden, wo Frauen, die ihre Schwangerschaft abbrechen wollen, sich in lebensgefährliche Situationen begeben. Und dass diese Leute, die dafür plädieren, sich selbst Lebensschützer nennen, daran ist einfach, Entschuldigung, alles echt ein schlechter Witz. Also das kann man so auch einfach nicht als legitime Meinung oder Ansichtssache dastehen lassen, weil das ist eben auch so ein ganz wichtiger Punkt. Deswegen heißt der Artikel ja auch so, dass wir ganz viel über Meinungsfreiheit und über Toleranz reden und so. Und das ist ganz wichtig, aber man muss eben auch kennzeichnen, wo Meinung aufhört und wo es einfach um Fakten geht und um tatsächlich objektiv irreführende Darstellungen oder Namen oder wie auch immer. Und eben auch gerade in Bezug auf Lebensschützer ist es ganz wichtig abzugrenzen, wann eben auch schon Nötigung oder Belästigung losgeht, ne? Also ich kann sicherlich nicht von Meinungsfreiheit sprechen, wenn ein Lebensschützer eine Frau bis nach Hause verfolgt oder so. Das habe ich alles schon gehört, dass Leute, wenn solche Situationen geschildert werden, sagen, naja, aber da kann man doch nichts machen, weil Meinungsfreiheit und Demokratie. Also Nötigung in welchem Sinn auch immer, hat überhaupt nichts, also ist einfach was anderes als eine Meinung oder eine persönliche Ansicht, um das auch nochmal so ganz, ganz deutlich werden zu lassen. Ja, also eine Meinung ist was anderes als irgendwie Nötigung und man kann nicht Nötigung oder Belästigung durch den Begriff der Meinungsfreiheit irgendwie beschützen oder als Meinung tarnen. Also ich finde, ganz oft passiert es einfach, dass Sachen, also dass Beleidigung oder Nötigung als Ansicht oder als Meinung getarnt wird und deswegen behauptet wird, das würde unter die Meinungsfreiheit fallen. Und ich denke, da muss man einfach wirklich ganz dringend, wie so oft, irgendwie einfach mehr differenzieren. Also es ist nicht alles eine Meinung, was irgendjemand von sich gibt. Voll. Ja. Was würdest du Menschen ans Herz legen, was können wir dagegen tun, wie können wir dagegen vorgehen, wie können wir das Gesetz irgendwo beeinflussen, was können wir tun? Ja, also das mit dem Gesetz beeinflussen ist natürlich ein unglaublich schwerer Punkt. Also man kann Petitionen schreiben, man kann auf die Straße gehen und das sind, glaube ich, auch wirklich wesentliche Punkte diesbezüglich nicht
nicht müde zu werden, laut zu werden und da irgendwie Druck aufzubauen. Und ansonsten natürlich auf so persönlichen und diskursiven Ebenen irgendwie da halt einfach Bildungsveranstaltungen vielleicht selbst anzubieten oder wahrzunehmen. Also über Universitäten geht sowas ja ganz gut, Podiumsdiskussionen anzuregen, zu organisieren oder einfach dran teilzunehmen, weil das ist eben ganz wichtig, Leute zu mobilisieren und dann eben vielleicht auch eine konkrete Petition oder Demonstration oder sowas im Hintergrund zu haben, wo man dann irgendwie dran anschließen kann. Also es ist, glaube ich, ganz wichtig, darüber zu informieren, worin die Problematik besteht. Also vor allem diese Lage, die wir vorhin geschildert haben, dass es eben immer weniger behandelnde ÄrztInnen gibt. Und da auch ruhig sehr drastisch darin werden, Leute darüber zu informieren und darauf zu stoßen, auf was für Szenarien wir uns dazu bewegen. Also es gibt auch so Bücher aus der feministischen Kunst, die sehr gut auch zeigen, also die irgendwie zum Beispiel fotografisch zeigen, wie so ein Bart aussieht oder so ein Kleiderbügel, wenn Frauen Selbstabtreibung durchgeführt haben. Und das ist, also ich finde, das sind schon irgendwie Szenarien, die man auch hier in Deutschland mal besprechen und aufreißen muss, weil wie gesagt, bewegen wir uns eben genau dahin, dass es da einfach ganz, ganz massive Problematiken geben wird, da irgendwie selbstbestimmt zu entscheiden und an eine wirklich, wirklich sichere Abtreibung zu kommen. Und da muss man, glaube ich, Leute einfach drauf stoßen, was das bedeutet, wenn wir das jetzt nicht besprechen und wenn wir bei den Gesetzen bleiben, die wir aktuell haben, weil das ist, glaube ich, einfach oft unklar. Also ich finde, es läuft irgendwie alles darauf hinaus, dass man eben nicht Schwangerschaftsabbrüche als so eine ewige Frage, als so eine philosophische, aufgeschobene Frage behandelt, sondern dass man sich an das Thema rantraut einfach. Ja. Da gibt es für mich nichts hinzuzufügen, ganz ehrlich. Ich glaube, wir haben da irgendwie alle eine Verantwortung, Frauen, Männer, alles dazwischen und darüber hinaus. Und es geht hier letztendlich um Leben und Tod, würde ich mal sagen. Und es ist ein gefährliches Thema auch. Hast du gerade angesprochen, das Buch oder Bücher, die so behandeln, können wir ja mal unten verlinken. Genau, mit Seiten, wie gesagt, die da informieren. Genau, um es mit deinen Worten zu sagen, wir müssen verstehen, wie bequem und wie falsch es ist, zu denken, dass bereits alles erledigt wäre, dass alles wirklich Wichtige ausgehandelt wurde und schon keine wirklich, wirklich schlimmen Dinge passieren werden. Das drückt irgendwie gut aus und zeigt auch die Wichtigkeit, wie wichtig es ist, eben, dass wir handeln, dass wir was sagen, dass wir Petitionen starten, unterschreiben, ungehorsam sind irgendwo auch. Ja, voll. Und, da gehört auch eine Portion Furchtlosigkeit vor allen Dingen. Ja, mir fällt gerade eine Sache ein, die ich auf jeden Fall noch sagen möchte, weil wir da auch vorhin ganz kurz waren, nämlich zu diesem Thema, was es eigentlich psychisch mit Frauen machen kann, wenn sie abtreiben, weil das eben auch so ein, wenn man da ein bisschen reintaucht, ein sehr ärgerlicher Komplex ist, weil das auch was ist, was gerne irgendwie so ein bisschen von abtreibungskritischen oder abtreibungsgegnerischen Leuten irgendwie verwendet wird, zu sagen, naja, wir wollen doch die Frauen schützen und so, weil das kann ja psychisch total ungeahnte Folgen haben und so weiter. Und da ist, glaube ich, vor allem wichtig, darauf hinzuweisen, dass dieses sogenannte Post-Abortion-Syndrom, also das angeblich, das Syndrom oder die psychische Belastung, die angeblich irgendwie dann nach so einem Abbruch eintritt, dass die tatsächlich einfach eine wissenschaftlich völlig unhaltbare Behauptung ist. Das wurde tatsächlich von Abtreibungsgegnern erfunden. Und alle belastbaren Daten, die wir dazu haben, wie es Frauen nach Schwangerschaftsabbrüchen geht, belegen, dass es natürlich auf jeden Fall Frauen gibt, die psychische Probleme nach einem Abbruch haben. Aber wir wissen auch, dass, soweit man das zurückverfolgen kann, diese Gründe eben tatsächlich darin gründen, wie stigmatisiert Abtreibung in der Gesellschaft ist
oder eben dann an so persönlichen, also ne, wenn man jemanden persönlich enttäuscht hat in seinem Umfeld, in dem man das Kind nicht bekommen hat oder so. Es gibt tatsächlich absolut keine Belege dafür, dass da hormonell irgendwas im Körper passiert oder so, was dann bei euch mit einer ganz großen Wahrscheinlichkeit eine Depression oder sowas auslöst. Also lasst euch da bitte keinen Scheiß erzählen. Also wir wollen natürlich das Thema nicht verharmlosen. Logischerweise muss man damit verantwortungsvoll umgehen. Aber seid einfach ganz vorsichtig, wenn euch Leute sowas erzählen darüber, was es angeblich für psychische Konsequenzen hat. Also da haben wir ganz verrückte Narrative in unserer Gesellschaft, die teilweise wirklich auf astreine Erfindungen zurückgehen und nichts weiter. Das ist, glaube ich, noch ein sehr wichtiger Punkt. Ja, im Zweifel hat die Forschung irgendwie immer Antworten für alles parat. Man muss bloß immer gucken, wo es herkommt. Und die entkriftet ja zum Beispiel ganz, ganz viel und zeigt irgendwie auch nochmal auf, was dieses ganze Thema selbst, dieses Stigma rund um Abtreibung, was das mit den Frauen macht, im Gegensatz zur Abtreibung selbst, die bestimmt auch nicht einfach so mir nichts, dir nichts vonstatten geht, aber da sieht man mal den Unterschied. Ja. Ich wünschte, Frauen könnten einfach ganz im Frieden irgendwie machen, was sie wollen, aber bis dahin ist wahrscheinlich noch ein langer Weg. Die Frage ist, wie wäre es, wenn Männer schwanger werden könnten? Das ist wahrscheinlich auch eine philosophische Frage. Wie wäre es dann? Ja, das ist auf jeden Fall so. Du hast ja auch vorhin schon, als du ein bisschen aus den Gesetzestexten vorgelesen hast, dich gefragt, wer diese Gesetze geschrieben hat. Ja. Und ja, das ist ja, wir haben ja in dieser ersten Feminismus-Folge auch genau darüber geredet, dass wir im Prinzip uns in Strukturen bewegen, die von Männern aufgebaut wurden. Und wir eben deswegen erleben, dass zum Beispiel Frauen, aber natürlich auch noch ganz viele andere Personengruppen eben in unseren gesellschaftlichen Strukturen nicht hinreichend mitgedacht sind. Und ich glaube, da ist es eben tatsächlich auch, also da kann man schon, es gibt ja auch kontrafaktische Geschichte und so, also ich glaube, man kann schon auf jeden Fall darauf kommen, dass wenn Männer schwanger werden würden, dann wäre das alles irgendwie ein anderes Thema, was von vornherein auch anders mitgedacht wäre in unseren staatlichen Strukturen. Also davon kann man, glaube ich, ausgehen, ohne allzu stark zu spekulieren. Und die Tatsache, dass dass da ganz viel, was das Thema Schwangerschaft oder auch Menstruation angeht, staatlich und gesetzlich nicht hinreichend mitgedacht ist, das liegt natürlich daran, dass Frauen diese staatlichen Strukturen nicht mit aufgebaut haben oder nicht genauso prägend wie Männer. Ja. Was traurig ist, und das müssen wir auch ändern, viel mehr Frauen müssen in die Politik, in die Juristik und in die Wirtschaft. Das ist auch wahrscheinlich auch noch eine Sache, dass Schwangerschaft Frauen ja irgendwo auch eingrenzt, zumindest wird das immer so positioniert, in ihrem Karriereweg. Und dass viele Frauen auch deswegen Kinder nicht wollen oder Schwangerschaften abbrechen wollen und so weiter und so fort. Ja, ich glaube, das ist auch was, wo wir natürlich auch ganz groß an den Strukturen arbeiten müssen, weil das natürlich eine strukturelle Thematik ist, ob man, also wie schwer oder wie leicht es eben ist, zu arbeiten und Mutter zu sein. Und es ist, also mir geht es zum Beispiel auch so, dass ich sehr daran arbeiten muss, nicht das Gefühl zu haben, das ist eine Entscheidung zwischen dem einen oder dem anderen. Ja. Und da ist es, also das ist, ich meine, das ist natürlich ein ganz eigenes Thema, auch mit Kinderbetreuung und so weiter, dass wir da einfach, aber auch da ist es eben kein Naturgesetz, dass Frauen, die Mütter sind, weniger Karriere machen können, weil bei den Vätern ist es ja auch nicht so, sondern das liegt eben daran, dass wir nicht hinreichend Betreuungsangebote haben und dass eben die Aufteilung, was Kinderbetreuung angeht, in den wenigsten Ehen wirklich partnerschaftlich abläuft. Und das, ja, das ist ein ganz, ganz eigener Komplex, der aber natürlich irgendwie, wo unsere aber natürlich drauf verweist. Ja, wir sind wahrscheinlich noch lange nicht da, wo wir hinwollen mit all dem, vor allen Dingen mit den Strukturen. Aber wie gesagt, wir müssen da selber Aktivismus zeigen und die Dinge anpacken. Irgendwie. Ja. Gut, Kara, hast du noch ein paar Worte fürs Ende? Tipps, Tricks, irgendwas, was du noch loswerden willst?
Irgendwie müssen wir, glaube ich, noch einen halbwegs schönen, motivierenden Abschluss finden, damit das nicht irgendwie total bedrückend für euch zum Hören ist. Also ich glaube, was wir auf jeden Fall beide mitgeben wollen, ist wirklich einfach ganz, ganz viel Mut, aktiv zu werden und informiert zu sein und auch einfach ganz viel Kraft, was eure Selbstbestimmung über euren eigenen Körper angeht, in Bezug auf Ja. alle möglichen Themen und egal welches Geschlecht, mit welchem Geschlecht ihr euch identifiziert, körperliche und sexuelle Selbstbestimmung ist immer noch ein Riesenthema. Es liegt da noch ein langer Weg vor uns. Bleibt stark, lasst uns wissen, wenn wir über irgendwas reden können, was euch hilft, oder schreibt uns oder wie auch immer, bleibt, also kämpft einfach weiter. Wir machen auch mit, wir machen das zusammen. Die Kara ist schon ein kleiner Profi, die weiß, wie es läuft, die Leute zu motivieren. Genau, und wie sie gesagt hat, schreibt uns, wenn es Fragen gibt. Wir können auch noch irgendwas aufnehmen, falls da Bedarf ist. Und wie gesagt, Kara ist auf Catch Calls of Halle aktiv. Es gibt schon einige neue Accounts auch seit unserem ersten Podcast, was ich sehr schön finde. Ja. Ja, ich habe es auch schon gesehen. Das Gruß an euch, falls das jemand hört. Das ist richtig, richtig toll. Das war genau der Plan. Ja, perfekt, ist aufgegangen. Und genauso ist der Plan für diese Folge eben, dass die Leute sich informieren und irgendwo auch aktiv werden füreinander. Letztendlich hat das mit einem Miteinander zu tun, wie wir hier in unserer Welt zusammen leben und was wir für eine Welt für uns schaffen. Ja. Vielen Dank, dass du wieder dabei warst, Kara. Und Ja. vielleicht bis bald, würde ich sagen. Ja, danke, dass ich so viel hier sein durfte. Kein Problem. Das war mein Gespräch mit Kara. Ihr könnt ihrem feministischen Ankleidungsprojekt auf Instagram unter @catcallsofhalle folgen und alles weitere ist wie immer unten in der Infobox verlinkt. Und wenn ihr Fragen habt, dann immer her damit. Danke an euch fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao. Thank you.